Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier aus Diegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir wollen uns mal Serious Makers anschauen. Das ganze Spiel laut Entwickler inspiriert. Bei Game Dev Tycoon ein wenig hat er sich dort Sachen angeschaut. Wir sollen hier TV-Serien machen, beziehungsweise können uns eigene TV-Serien ausdenken und wir werden dann mal ein neues Studio öffnen. Und da wir ja Studiumnamen haben, werden wir uns natürlich hier... Serious Studio klingt schwierig, Steel Studio nennen. So, oh, das haben wir dann geschrieben. Studio, so. Mein Name ist Master Schröder, upsala. So, Gender, ja, okay, das macht bloß die Haare. Haare orange sind es eigentlich nicht mehr, nee. Ah, komm, ist schon, ja, gut. Naja, sagen wir mal, wir sind sehr viel am Monitor beschäftigt. Ich glaube, wir können fast diese Farbe wählen. Wir nehmen aber diese, sieht gesünder aus. So, mein Top blau. Na, ich hätte gerne ein Orange. Haben wir Orange? Nee, na gut, dann nehmen wir blau. Und die Hosen, na, die Hosen, die gibt es in so einem schönen Orangeton. Naja, ja, Gott, nehmen wir, das ist eher braun als orange, ne? Braune Hose. Ach, nehmen wir hellblau. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Keine Produktion aktiv. Es soll hier Forschung geben, es soll andere Sachen geben. Interessante Assets genutzt, okay. So, hier steht Netflix groß dran. Das ist wahrscheinlich von ganz früher. Ich weiß gar nicht, gibt es hier irgendwo eine Jahreszahl? Achso, es gibt hier einfach so. Achso, ui, das läuft ja schon hier. Kann ich pausieren? Gibt es einen Pauseknopf? Hallo? Pocket Money. Wir haben Taschengeld gekriegt. Ah, alles klar, okay. Oh. Was? Wo habe ich denn da jetzt drauf geklickt? Ah ja. Okay. Gut. Eine neue Serie. Was machen wir denn für eine Serie als erstes? Ich meine, wenn wir jetzt hier... wir wissen nicht, in welchem Zeitalter wir sind, ne? Settings. Was haben wir denn hier schon? Farm, Space, Future, Mittelalter, Historie. Ich habe doch eigentlich auf Deutsch gestellt. Nicht auf Deutsch geschrieben? Das ist auch egal. Gucken wir nochmal gleich nach. So, Farm, Space, Future, Mittelalter, History, City. Machen wir erstmal. Ja, wir machen eine Farm-Serie und nennen das Ganze Ravenport Ranch. Ja, das wird ja laufen. Ranch. So, Thema ist Animals. Na, das passt doch wie. Was ist das? Broadcast. License Coast, achso, okay, Klick. Was ist denn Klicke? Family, Viewers 50. Ja, komm. Nehmen wir erstmal die Familie. Start Produktion. So, where are four most important attributes for our production? Results, Sound, Style and Story. Okay. Click anywhere to continue. Here you can see the amount of research points you have as well. Your fame mistakes counter of the currency. Ah, okay. Gut, boost your production so you gain fans and money. Okay. So. Muss ich jetzt noch Protagonisten zulegen? Ach, hat er automatisch gemacht? Okay. Und jetzt? Wie geht's hier weiter? Wir haben Taschengeld gekriegt. Researching, Research Team. Okay, das ist jetzt Researching. Wie komme ich da jetzt hin? Protagonist. Ah, Production Start. Wo bin ich denn zum Researchen gekommen? So, Script. Define your story. Remember, your combination is Farm and Animals. Ja, so viel Action ist auf einer Farm jetzt nicht unbedingt. Humor ist immer ein bisschen mehr dabei. Und ja, komplex. Ja, so in etwa würde ich sagen. Ein bisschen Humor, wenig Action. Also ab und zu fällt mal einer vom Pferd, aber naja, gut, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Gut, aber wir wollen mal ganz kurz gucken. Ich hatte doch eigentlich in den Options Deutsch ausgewählt. Oh, es war zumindest markiert. Na gut. So, weiterspielen. Gut, jetzt haben wir es auch auf Deutsch. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich, hier steht immer noch Ravenport Ranch Screenplay. Aber hier sind jetzt so Protagonisten. Achim Hut.
Mut, Humor, Intelligenz. Passt ja fast zu meiner Serie, der Typ, ne? So. Kann ich nur einen auswählen? So, ein Fehler, ein Fame haben wir. So, da haben wir jetzt wieder einen. Okay, gut. Wir gucken mal, was jetzt kommt. Also, das ist ja interessant erstmal. So, Fertigstellung. So, Taschengeld haben wir wieder gekriegt. Abschließen. Veröffentlichung. So, visuell, Audio, Stil, Handlung. Neues Thema plus 30%, neues Setting plus 30%, neue Technologie-Kit, neuer Protagonist. Großartige Kombo, 20%. Oh, wir sind Level 2 gewesen. Protagonist hat ein paar Punkte gekriegt. Der Rebo hat ein paar Punkte gewonnen. Ja, das veröffentlichen wir natürlich. Das sah doch ganz gut aus. Ein Popularität hat er bekommen. Letzte Verwendung, Ravenport Ranch. Verfügbare Punkte. Oh, wir können ihm mehr Humor geben und wir können ihm ein wenig Intelligenz geben. Ah, okay. Ach, wir können unsere Stars auch selber hochziehen. Okay. Tutorial Protagonist. Nach jeder Serie erhöht sich die Popularität deines eingesetzten Protagonisten. Solltest du ihn danach erneut verwenden, erhöht sich die Bekanntheit deiner Serie mit Hilfe seiner eigenen Popularität. Das ist okay. Okay. Gut. So, Tutorial Serienreport. Du kannst nach der Fertigstellung von Serien einen Analysebericht erstellen, welcher dir kraftvolle, sage ich schon, wertvolle Informationen über deine Kreation aufzeichnen. Okay, Kritiken, Ravenport Ranch. Ah ja, 5776, Durchschnitt 6,2, Handlung ist nah dran. Die Kommunikation Farmtiere war perfekt, ja, das ist klar, ne? Regisseur Master Schröder war unzufriedenstellend. Der Protagonist am Hut war gut. Serienreport. Der Serienbericht zur Serie. Was? Ravenport Ranch kann nun von dir oder einem Mitarbeiter erstellt werden. Ja, dann, wo kann ich den denn erstellen? Hallo? User? Serienbericht. Ravenport Ranch. So, erstellen wir mal einen Bericht. Der bringt uns Forschungspunkte. Anscheinend. So, Zuschauer haben wir sogar welche. Oh, wir haben einen Zuschauer. Ravenport Ranch abgeschlossen. Okay. Die perfekte Kombination. Na, das war es jetzt aber. Na, das hat mir jetzt richtig viel gebracht. So. Zwei Zuschauer. Yay! Sehr gut. Ich finde das gut, dass wir dort ein paar Zuschauer dazu kriegen. So, ich weiß nicht, wie ich neue kriege. Und wir haben schon vier Zuschauer. Gottes Willen, das geht ja richtig ins Geld hier. So, dann machen wir eine neue Serie. Wir wählen mal das Mittelalter aus. Machen im Mittelalter was mit Drachen und Austragungsort. Ah, $250, ja, machen wir mal. So, und die Serie nennen wir Dragon Hunter. Okay. Produktion starten. Jetzt haben wir das erste Mal auch Geld für Zuschauer ausgegeben und wir haben insgesamt schon fünf Zuschauer gehabt. So, was können wir denn eigentlich bei der Forschung machen? Wir haben jetzt 10 Forschungspunkte hier. Forschungen, Thema erforschen. Ah, okay. Okay, gut. Okay. Kann ich vielleicht was machen? So, in Dragon Hunter ist natürlich die Komplexität eher gering, ein bisschen mehr Action dafür da. Humor kann man immer gebrauchen. So, eine Actionkomödie geht ja immer. So, ich weiß immer noch nicht, Ravenport Ranch bringt mir $6 ein oder was bringt das hier ein? $6? Ravenport Ranch pro Zuschauer $6. So, hier nehmen wir natürlich mal unsere Lila Highwalker. Kann ich auch mehrere auswählen? Nee, geht nicht. Kann nur eine auswählen. Das liegt einfach daran, dass sie hat mehr Mut und passt da nicht ganz gut zur Serie, so von den Einstellungen her. Das könnte ganz gut die Kombination passen und so. Man weiß es nicht, ne? Also Stars haben wir wieder keine. Aber das macht ja erstmal nichts. Die Ravenport Ranch ist jetzt durch. Kann ich hier eine Nachfolgeserie machen? Gut. Neues Thema, neues Setting, neuer Protagonist. Großartige Kombo. Aber wir haben kein neues Technikset verwendet. Das hat nochmal 100 Punkte gebracht. Master Schröder kriegt ein paar Punkte dazu. Wir veröffentlichen das Ganze natürlich. Und geben ihr natürlich noch ein bisschen mehr Humor mit dabei. Intelligenz ist auch mal ganz gut. Wir werden das in gleichmäßiger Abstufung tun. Für den Dragon Hunter. Und jetzt kriegen wir mal ein paar. Oh, das sieht aber. Uiuiuiui. Oh. Och. Na, das ist ja das gleiche wie letztes Mal. Kombination Mittelalter Drachen war phänomenal. Die Handlung war überdurchschnittlich. Oh, sehr schön. Das Team war schlecht. Die Protagonistin Lila Highwalker war nah dran. Na gut. Okay. Dann ist das so. Der Serienbericht zu Dragon Hunter kann nun von dir oder einem Mitarbeiter erstellt werden. Ja, mach mal den Serienbericht bitte.
Ach, kann man momentan nicht, weil die Serie noch nicht da ist. Dann klicken wir hier auf Forschung. Thema erforschen. Oder sie macht es gerade. So, was gibt's hier? Business gibt's hier noch. Forschung starten. Ausstrahlungskosten sind 250. Ich weiß noch nicht, wo man da weiterkommt, aber wir haben auf jeden Fall wesentlich mehr Zuschauer. 12. Jawohl. So, Forschung abgeschlossen. Okay. Habe ich jetzt schon den Serienbericht? Serienbericht. Dragon Hunter. So. Es gibt. Uiuiui. Gibt es so bloß eine aktive Serie? Oh, das ist ja richtig gut. Das hat ja schon richtig Geld eingebracht. Sehr gut. So. Die Geschichte des Themas ist Action wichtig. Ah, okay. Hm, okay, okay, okay. Action haben wir aber reingebracht, das muss man ja sagen. So, wir trainieren mal. Nee, trainieren wir? Nein, wir trainieren jetzt nicht. Wir werden jetzt noch eine Forschung machen. Wir können nur Themen erforschen. Fantasy, Magier, Pyramiden, Detective. Detective. Hören wir mal, Detektive. Haben wir eine Krimiserie, da kann man auch ein bisschen mit Action und sowas machen, ne? So, Dragon Hunter ist jetzt so ein bisschen auf einem absteigenden Ast, so wie ich das sehe. Da gucken jetzt nicht mehr allzu viele zu, aber wir haben ordentlich Geld gekriegt. Das heißt, wir werden. Ne, wir müssen jetzt hier hinklicken. Serienhistorie haben wir. Okay, Protagonist, okay, neue Serie. Wir machen. Stadt. Detective. Wie viel Geld habe ich denn? Ja, ich könnte Schule. Schule 1K Zuschauer. Das nehmen wir mal. Kostet uns 600. Straßen von Berlin. Oder so. Ha? Wie sieht's damit aus? Könnte man machen, oder? Straßen von Berlin als Detektivserie. Da geht was. Da nehmen wir denn unseren humorvollen, aber weil wir wollen das so ein bisschen lustig behalten. Ein bisschen Action muss rein in die ganze Sache, das ist klar. So, Dragon Hunter kriegt nochmal richtig Zuschauer. Ein bisschen Action muss sein, mehr Humor als Action, würde ich sagen. So. Das sieht ganz, sah ganz gut aus. So, er produziert natürlich fleißig. Wir haben auch schon einen Fehler gemacht. Wir nehmen Achim wieder dazu, Ravenport Ranch. Den müssen wir natürlich früher oder später davon überzeugen, dass wir da folgende Forschung steht jetzt so für Marketing. Oh, alles klar, okay. Das, da haben wir auch wieder was Neues, das ist okay. So, abschließen. Die Serie ist fertig. Veröffentlichung. Visuell, Audio, Handlung, Stil war jetzt nicht so doll. Neues Thema, neues Setting, großartige Kombo, perfekter Protagonist. Das ist auch schon mal ganz gut. Und dann, wir sind auf Level 3 aufgestiegen. Sehr schön. Das veröffentlichen wir natürlich. Achim Huth hat ein Popularität gewonnen, hat jetzt 3, Verwendung 2, okay. Aber wir konnten keine Punkte hinzufügen, oder kommt das noch? So, dann gucken wir mal, was wir jetzt an Punkten bekommen. Durchschnitt 6,0, ist ein bisschen weniger. Kombination Stadtdetektiv war perfekt, Protagonist war super, die Handlung war annehmbar, der Regisseur war meh. Den Serienreport können wir natürlich gleich machen, wenn das jetzt hier veröffentlicht ist. Wir werden aber mal noch eine Forschung anschmeißen. Und zwar Marketing kostet uns Geld. Okay, dann müssen wir mal abwarten, bis jetzt hier die Serie reinkommt. So, Master Schröder, wir möchten jetzt gerne eine Forschung machen. Und zwar möchten wir nochmal ein Thema erforschen. Spieleentwicklung, ne? Das als Serie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Pyramiden, Magier, Kinder. Ich finde das immer anstrengend, ne? Sport. Ja, machen wir eine Sportserie vielleicht mal irgendwann. So, 36 Zuschauer ist aber gar nicht mal so viel. Ich hätte gerne mehr gehabt, muss ich sagen. Aber man sieht schon, die nächste wird besser. Forschung abgeschlossen, okay. Und so, dann machen wir jetzt noch den Serienbericht. Da kriegen wir wieder ein paar Forschungspunkte für. So. Das ist schon mal ganz gut. So, Straßen von Berlin. War schon mal ganz gut. Also das hat jetzt schon mal... Also das hat das Geld eingebracht, was sie uns gekostet hat. Das ist schon mal gut. So, Stadt perfekt. Komplexität ist wichtig. Okay, also wir hätten es komplexer machen dürfen. Okay, dann forschen wir jetzt mal Marketing noch. Das ist ja auch wichtig. Geben wir mal einmal wieder Geld aus. Aber wir haben wieder genügend Geld, damit wir was ausgeben können. Marketing ist abgeschlossen. So, jetzt können wir dann natürlich demnächst wahrscheinlich, wenn wir eine neue Serie machen, Marketing machen. So, jetzt trainieren wir mal einfach. Forschungspunkte kostet 15. Wir können nicht trainieren. Okay. Dann machen wir eine neue Serie. Dann bleibt uns nichts anderes über. Wir wählen ein Setting aus. Nur schon wieder. Ah, Straßen von Berlin. Wir wählen aus.
Wir machen mal noch eine Farmserie. Mit Tieren. Austrohungsort, dann haben wir wieder Schule. Oder Ausführungsort. Und nennen das Ganze dann. Wie nennen wir es denn? Cattle and Crops. So. Ja, ich weiß. Die meisten von euch kennen das, aber mein Gott. So. Und dann nehmen wir unseren Herrn Hut wieder dazu. Und dann können wir am Ende Marketing machen. Mal gucken, was Marketing uns bringt. So. Da ist natürlich wenig Action, wenig Komplexität, sehr viel Humor ist dort gefragt. Machen wir mal 25, 30, 45. Das sieht gut aus. So. Klick, klick, klick. Forschungspunkte gibt es auch ab und zu dazu. Taschengeld haben wir gekriegt. Schauen wir mal, Berlin ist raus. Achim Hut kommt dazu. Der macht wieder den schönen Farmer. Jetzt haben wir schon ein Fame, ein Star. Ein Sternchen haben wir auch dazu gekriegt. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. So, abschließen. Ping. Ping, ping. So, da kommt nochmal ein Audio. Großartig, Kombo, perfekter Protagonist. Das Drehbuch, naja, gut, okay. Ist aber auf Level 1. So, wir sind selber auf Level 4 angekommen. Keine Ahnung, weiß ich nicht, warum. Veröffentlichen, bitteschön. Ja. Und wir haben 10 Punkte zur Verfügung. Wir geben ihm mal ein bisschen mehr Mut. Also, wir machen mal 70. Gucken wir mal, was wir jetzt hier kriegen. Daumen drücken, dass es so was Ordentliches wird. Oh, das ist bis jetzt unsere beste Serie. Protagonist war atemberaubend, die Handlung war super, das Team war hervorragend. Der Regisseur war okay. Wir sind mittlerweile schon okay. Okay, gut. Bericht zur Serie Cattle and Crops. Kann nur von deinen Mitarbeitern oder dir erstellt werden. Wir haben 2 Forschungspunkte. Jetzt müssen wir mal ganz kurz hier Serienbericht. Kann ich schon? Cattle and Crops, ja. So, dann gucken wir doch mal, wie viele Zuschauer wir kriegen. Im ersten Wurf 31, $200 hat es schon mal eingebracht, das ist schon mal gar nicht schlecht. Wir kriegen ein paar Forschungspunkte dazu. Das bringt auch noch ein bisschen Geld. So, okay. Für die Geschichte war des Themas sind alle Attribute wichtig. Ach so, na gut, das kennen wir ja schon. So, kann ich denn trainieren? Nee, da habe ich nicht genügend Forschungspunkte zu. Thema erforschen. Was kostet ja alles Forschungspunkte? Das kann ich denn nicht. Das kann nur das aus mir, was so Forschungspunkte kostet, ne? Schwierig manchmal. Machen wir mal Aliens. Dann können wir mal Science-Fiction-Serie machen. Machen wir mal Star Trek oder so. So, Forschung abgeschlossen. Okay. So, dann würde ich sagen, neue Serie. Wir machen Star Trek. So, das Ganze läuft im Weltall und als Thema ist dann Aliens zu werden. Austragungsort Videothek. Lizenzkosten 1 Kilo. Okay. Kann ich mir nicht kaufen? Ausstellungskosten? Achso, ich brauche 2,2 Kilo ungefähr. Na gut, dann machen wir nochmal eine Schulserie. Passt ja dann ganz gut. Weltall Aliens. Humor, wenig Humor, was meint ihr? Ja, mittlerer Humor, so ein Sternchen haben wir jetzt dazu gezaubert, okay, so. Also Action ist auf jeden Fall wichtig, Komplexität ist auch, eigentlich ist das alles so. Ich würde das mal sogar so lassen. Ich würde gerne aber mehrere Protagonisten dazu nehmen. Ich weiß immer nicht, warum ich nur einen Protagonisten nehmen kann, das finde ich ein bisschen schade. Aber wir nehmen mal Layla dazu. Die natürlich genau andersrum quasi angelegt ist, aber die ist halt für Action-Szenen bekannt. Oder sagen wir mal, die kann gut mit Action-Sachen und so abschließen. Kettle and Dingsbums läuft noch. So, neues Thema, neues Setting, großartige Kombo, perfekter Protagonist. 20% dazu, Drehbuch 154 Punkte, Protagonist 154 Punkte, wie 41 Punkte. Veröffentlichen wir das Ganze mal, okay. Plus 2 Punkte hat sie dazu gekriegt, okay, das ist schon mal nicht schlecht. So. Oh, wir haben eine 8 gekriegt. Durchschnittlich 7. Uiuiuiui. Nicht schlecht. So, das war schon mal gut. Kommunikation ist phänomenal. Handlung war toll. Team, okay. Schließen wir die ganze Sache. Okay. Gibt es denn eigentlich sowas wie... Oh, wir haben 2 Fans. Ich bin ja begeistert. Star Trek kommt raus. Bringt auch bloß 25 Zuschauer. Interessant. Serienbericht. Star Trek. So.
Ah, 31 Zuschauer haben wir auf der ersten Woche. Okay. So, jetzt kommt wieder ein bisschen Geld dazu. Jetzt können wir uns eine Videothek auch leisten, wenn wir denn da soweit sind. Weltall, das ist eine perfekte Kombination, sagen sie. Das klingt doch auch schon mal nicht schlecht. So, dann machen wir hier eine neue Serie. Nee, warte, hier machen wir eine neue Serie. So. Und da nehmen wir jetzt. Was nehmen wir denn da jetzt? Wir nehmen. Diese Stadt. Nehmen wir wieder einen Detective? Wir nehmen Detective. Austragungsort nehmen wir diesmal die Videothek. Das kostet uns jetzt einmal 2200. Aber wir haben nicht mehr Zuschauer dann wahrscheinlich. Und die Serie heißt. Detectives? Wie werden die geschrieben? Keine Ahnung. Cops. So. So. Jetzt haben wir mal richtig viel Geld ausgegeben. Das war auch laut an der Kasse. Hat man gleich gehört, das tat weh in den Ohren. So. Gut. Komplexibilität ist hier sehr wichtig. Humor nicht unbedingt. So, dann machen wir das mal so. Dann gucken wir mal, was da so dabei rumkommt. Wen nehmen wir denn da? Ach, wir nehmen Achim. Los, komm. So, dann haben wir schon mehr $1,300 zusammen. Also geltlich sieht es gar nicht mal so schlecht aus für uns. So, hier Fame. Gucken wir doch mal, was kriegen wir jetzt hier? Großartige Kombo, perfekter Protagonist. Wir kriegen beim Drehbuch 96 Punkte und haben Level 2 erreicht. Protagonisten haben wir Level 2 erreicht. Und beim uns selber haben wir nichts weiter erreicht, aber auch nicht viele Punkte dazu gekriegt, muss man sagen. Aber gut, das ist ja diese Plusprozente nicht. Popularität hat er 7 plus 1, Verwendungen 4. Wir gucken mal, was die Kritiker sagen. Und damit beenden wir die erste Folge auch. 6,75 Durchschnitt, Team war hervorragend, war perfekt, Handlung ist nah dran, Regisseur war nicht so schlecht. Na gut, so, okay, ich kann jetzt hier keine Pause machen, deswegen gehe ich jetzt einfach mal hier drauf. Ich denke mal, das ist so eine Art Pause von dem Spiel. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn, tschüss.